Wenn ihr schon mal in einem etwas belebteren Schrein in Japan wart, dann wird euch wahrscheinlich auch schon mal eine Miko begegnet sein. Miko ist das Wort für die sogenannten Schreinmädchen in Japan und die erkennt man in der Regel daran, dass sie so einen roten Rock anhaben und oben ein weißes Gewand oder wie auch immer man das genau nennen mag. Und das sind, wie der Name schon sagt, Schreinmädchen, die im Schrein zum Beispiel die Oma Modi verkaufen oder aber auch andere Glücksbringer, Omikuji, also diese Orakelzettelchen und alles, die verkaufen das in der Regel in Schreinen. Die nehmen aber auch an rituellen Zeremonien innerhalb des Schreins teil, zum Beispiel bei einer Hochzeit. Als Mayu und ich meine japanische Frau im Schrein hier geheiratet haben, da haben die auch getanzt, zum Beispiel dann so ein bisschen vor uns, in so einem rituellen, besonderen Tanz. Also solche Zeremonien, da nehmen die in der Regel dann im Schrein auch teil, helfen dem Priestern dabei, diese Zeremonien durchzuführen, tanzen manchmal, haben manchmal auch noch ein bisschen aufwendigeres Gewand an, auf Festen zum Beispiel, wenn ein Fest im Schrein stattfindet oder irgendwas Besonderes, dann kann das ganze Gewand auch schon mal ein bisschen aufwendiger sein. In der Regel sind das junge Frauen, so bis zum Alter von 30, gibt auch welche, die noch älter sind und dann auch im Schrein noch arbeiten und dort Dinge übernehmen, aber für die Zeremonien und so, da werden in der Regel, wenn sie denn da sind, eher jüngere Japanerinnen genommen. Sind vor allem auch bei Ausländern beliebt, also ich bekomme auch immer wieder Kommentare von euch, wo mir Leute schreiben, zeig doch mal mehr Miko, ich will die Schreinmädchen sehen. Wer weiß, was da los ist, ich weiß es nicht. Aber auch in Japan sind die teilweise schon beliebt, also es gibt Leute, die natürlich auch mögen und gerne mal in den Schrein gehen und sich die angucken. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Kult oder irgendwie sowas Komisches, dass da irgendwie nur die Perversen rumrennen oder so. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern da habe ich manchmal das Gefühl, dass Ausländer da manchmal mehr auf die abfahren, als das in Japan hier der Fall ist. Hier in Japan sind es halt einfach normale Frauen, jüngere Frauen vor allem, die im Schrein arbeiten. Ist im Übrigen auch ein ganz normaler Beruf, also da kann man sich drauf bewerben als Frau, dann wird man angenommen oder nicht. Da braucht man jetzt auch keine riesen Ausbildung für, sondern das sehe ich auch öfter mal, dass Schreine eben nach Miko suchen. Vor allem auch Neujahr dann, wenn viele Leute in den Schrein kommen, da werden so, ja, Teilzeit-Miko gesucht, könnte man sagen, die dann halt nur für die Neujahrstage dort im Schrein helfen. Das soll jetzt einfach mal so ein kurzes Video sein zu den Miko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr schon mal eine gesehen in Japan? Das würde mich interessieren. Wie findet ihr die Kleidung? Ich finde die Kleidung eigentlich ganz schön. Hat so ein bisschen was Traditionelles, vor allem im Schrein dann auch im Setting mit den ganzen Schreingebäuden, den Toren und so. Ich finde es eigentlich ganz nett. Lasst mich gerne wissen, wie ihr es findet. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von Japan und wie die Dinge hier laufen erfahren wollt. Bis dann!